Unser Schwerpunkt liegt in der Planung und Ausführung von Gastronomieeinrichtungen. Davon wieder ein großer Teil davon Möbel für Winzer, für Verkaufsräume und heurigen Lokale. Genauso produzieren wir private Küchen und auch Möbel für den Innenausbau. Wir haben auch unseren Schwerpunkt sehr stark in der Planung und Organisation von dem Ganzen. Also wir arbeiten ohne Architekten und ohne Innenarchitekten oder Designer. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Endergebnis von unserem Verkostungsraum bzw. Frühstücksraum. Wir haben einige Zeit in die Planung investiert. Da hat uns der Manuel sehr viele Ideen seinerseits gebracht und hat auch ganz gut unsere Vorstellungen umsetzen können. Im Juli haben wir den Betrieb um einen Buschenschrank erweitert. Wir haben die Inneneinrichtung mit der Tischlerei Schalko aus Litschau umgesetzt. Dabei haben wir schon begonnen, während der Planungsphase, also wie wir beim Einreichplan waren, sie mit Manuel zusammenzusetzen. Und dann hat sich das eben so ergeben, dass wir alles möglichst flexibel gestalten. Das heißt, man kann die Trennwand auseinanderschieben, wenn man eine große Feier hat. Und eben die Trennwand stehen lassen und den Vorhang zuschieben, wenn wir Weinverkostungen haben. Ich habe dann in Herrn Schalko gefunden. Er hat mir wirklich sehr viele Vorschläge gemacht und das haben wir bei uns auch im Haus so umgesetzt, dass mit natürlichen Materialien hier gearbeitet wird, mit Eichenholz, das Barrikfass ist Eichenholz und mit dem Kork, dass man sich wohlfühlt. Ich bin seit 2013 Geschäftsführer der Firma in vierter Generation. Handwerkliche Tradition ist bei uns auch sehr groß geschrieben. Also wir machen immer noch sehr viel auch mit traditionellen Fertigungsmethoden und haben aber natürlich auch sehr viel Maschinenunterstützung, wie es auch heutzutage ist, computergesteuerte Maschinen, damit wir auch die notwendige Präzision dann erfüllen können.